Wir reden ja sehr oft von langer und kurzer Frist, meine Damen und Herren, ohne wirklich konkret darauf einzugehen, was denn kurz und was lang bedeutet und wann aus kurz lang wird. Nun, klar ist, langfristig bedeutet, in die Weite zu schauen. Schauen wir einmal, was das konkret bedeutet. Aber betrachten wir dazu zunächst die kurze Frist. Die kurze Frist heißt, was passiert an den Aktienmärkten in jedem einzelnen Jahr. Meine alten Datenreihen von 1925 bis heute, für jedes einzelne Jahr, sehen Sie hier. Die roten Ausschläge sind die einzelnen Jahre. Und ich sage jetzt einfach mal, die kurze Frist sind einzelne Jahre. Und das sehen Sie hier von 1926 bis 2017 mit einem langfristigen Durchschnitt von etwa 9,5%. Das beste Jahr in diesem gesamten Sample war plus 62%. Das schlechteste Jahr, notabene 2008, mit etwas über minus 30%. Jetzt ist das eigentlich nichts anderes als ein einjähriger Anlagehorizont vom 01.01. bis zum 31.12. Jetzt schauen wir einmal, was passiert, wenn wir den Anlagehorizont vergrößern. Beispielsweise auf 2 Jahre. Vom 01.01. des ersten Jahres bis zum 31.12. des zweiten Jahres. Und dann nehmen wir die Durchschnittsrendite per annum. Und dann schauen wir einmal, was über diese 2 Jahre das schlechteste und das beste Durchschnittsjahr war für die gesamten letzten 90 Jahre. Und diese Grafik mit steigendem Anlagehorizont sieht so aus. Wir haben hier unten jetzt den Anlagehorizont, hier den einjährigen. Das haben wir gesehen, das beste Jahr mit plus 62, das schlechteste mit etwas über minus 30. Und dann nehmen wir die 2 Jahre. Und das beste Durchschnittsjahr lag dann bei 58%, das schlechteste etwa bei minus 28. Und dann nehmen wir als Beispiel noch einmal dann den 5-Jahres-Horizont, also vom 01.01. des ersten Jahres gehalten bis 31.12. des 5. Jahres und das beste und das schlechteste Durchschnittsjahr. Das beste Durchschnittsjahr lag dann bei etwa 26%, das schlechteste Durchschnittsjahr bei etwa minus 9%. Und hier sehen Sie, was passiert mit diesen besten und schlechtesten Jahren über die ganze Periode, wenn man die Laufzeit immer mehr erhöht. Und ganz offensichtlich ist, all das, was unterhalb der schwarzen Linie ist, da ist das schlechteste Jahr noch im negativen Bereich, das heißt Geld verlieren. Sobald wir aber in den Bereich von etwa 10 Jahren kommen, Sie sehen, das konvergiert hier, sobald wir in den Bereich von 10 Jahren Anlagehorizont kommen, ist es offensichtlich, dass die Wahrscheinlichkeit sehr klein wird, dass man noch unter Wasser ist. All das, was Sie hier unten sehen, sprich kurze Anlagehorizonte, haben noch eine relativ große Wahrscheinlichkeit, im negativen Bereich zu sein. All das, was über 10 Jahre ist, hat kaum mehr eine Wahrscheinlichkeit, im negativen Bereich zu sein. Ich fasse das zusammen. Die kurze und lange Frist werden von unterschiedlichen Elementen, von unterschiedlichen Treibern getrieben. Kurz, Erwartungsänderungen, Herdentrieb, Angst, Gier und so weiter und so fort. Und in der langen Frist sind es fundamentale Elemente, Zinsen, Bewertung, Konjunktur und so weiter und so fort. Und wann beginnt die lange Frist? Sie beginnt nach 10 Jahren. Der Übergang findet bei etwa 10 Jahren statt. Das heißt, wenn man Aktien 10 Jahre plus hält, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man damit noch Geld verliert, relativ klein. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich im Videobuch über Aktien befinden, dann werden Sie im nächsten Video sehen, was das konkret für Sie bedeutet.